Merhaba Wuppertal, Tag 2 im Sportstadt Wuppertal Trainingslager hier in Beleg und wir stellen euch heute einen Neuzugang vor, der im Winter zu uns gestoßen ist und zwar Kenan Dünnwald-Turan. Kenan, grüß dich. Grüß dich. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das erste Mal mit dir ein bisschen intensiver zu sprechen, nachdem die Zeit vor dem Trainingslager auch für uns alle sehr intensiv war. Einige Neuverpflichtungen, davor die Phase auch sehr intensiv. Jetzt für dich quasi, wo du als Neuzugang hier hingekommen bist, wie waren die ersten Tage jetzt für dich im Sportstadt Wuppertal Trainingslager? Was hast du aus den ersten Tagen mitgenommen? Wie war die Anreise? Die Anreise war sehr entspannt. Wir haben uns ja alle in Düsseldorf getroffen und Flug ist reibungslos verlaufen. Man hat sich erstmal näher kennengelernt, konnte mit den Spielern sprechen. Und ja, der erste Trainingstag war sehr anstrengend, würde ich sagen, weil wir am Flugzeug lange saßen. Aber direkt ist mir aufgefallen, dass hier sehr professionell gearbeitet wird von den Trainern. Und ja, das Ganze macht sehr viel Spaß. Du kommst vom 1. FC Karl Marienborn, hast da ein halbes Jahr gespielt und hattest davor eine ganz interessante Station. Du warst in der 3. englischen Liga bei den Bristol Rovers. Wie war das für dich in dieser Zeit? Wie intensiv war der englische Fußball für dich als Stürmer? Was hast du daraus mitgenommen? Ich denke, ich habe eine ganze Menge drüben gelernt. Da es in England, wie man auch weiß, ziemlich zur Sache geht. Und ja, es war ein tolles Jahr für mich. Hat viel Spaß gemacht und denke, hat mich auch als Spieler viel weitergebracht. Du bist ja Stürmer, physisch stark, groß, sicherlich ein Spielertyp, der zum englischen Fußball auch passt. Hier in Deutschland nehmen wir den natürlich auch sehr, sehr gerne, ist klar. Was nimmst du dir jetzt für die ersten Spiele hier im Trainingslager vor? Es geht ja gegen Steinbach und gegen Waldhof Mannheim. Was hast du für die ersten Spiele so für dich persönlich geplant? Ich versuche generell immer 100% zu geben. Ich werde immer alles reinhauen und versuche natürlich mit meiner Physis und mit meiner Athletik der Mannschaft zu helfen, den Ball festzumachen, dass die anderen Spieler nachrücken, auch Spieler in Szene zu setzen und dann, wenn es halt wichtig wird, auch in der Box zu treffen. Jetzt gab es, als wir dich verpflichtet haben, eine ganz interessante Szene, als du oben bei uns warst, wir die ersten Fotos gemacht haben, wir bekannt gegeben haben, dass du ab sofort Spieler des WSV bist. Du hast eine ganz interessante Situation, dass die Jungs, die dich da gesehen haben, Sebastian Wickel zum Beispiel, direkt hingekommen, Handshake. Gab es vorher schon viele Kontakte in die Mannschaft des WSV, auch vor dem Wechsel? Ich kannte zum Beispiel Sebastian Wickel. Mit Sebastian habe ich in Duisburg gespielt. Zudem kannte ich jetzt auch den Enes Topal. Man lernt sich halt über Freunde kennen. Man spielt schon lange Fußball, auch in der Jugend. Und man kennt sich, man schätzt sich. Und ja, das macht das Ganze viel einfacher. Für wie wichtig hältst du das dann auch insgesamt im Zusammenspiel mit den Jungs? Sehr wichtig. Für mich ist die Mannschaft ist eine Familie. Man spielt zusammen, um zu gewinnen. Und wie jeder weiß, kannst du nur zusammen gewinnen. Und deswegen ist das für mich sehr wichtig, dass da ein gutes Arbeitsklima herrscht und dass das passt alles. Ein gutes Arbeitsklima ist dem neuen Stürmer des WSV wichtig. Kenan Dünnwald-Turan, vielen Dank fürs erste Interview. Sehr gerne. Und wir schauen uns die ersten Spiele mit dir dann im Trainingslager sehr gerne an. Vielen Dank. Vielen Dank.